Hi, hier ist Julian von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Heute begrüße ich euch ganz herzlich hier aus Berlin-Treptow. Wir sind hier am Hauptgebäude von Stromnetz Berlin und wir drehen heute zwei Videos für euch. Teil Nummer 1, da wird es gehen um das Thema, wie wird Berlin klimaneutral? Das ist nämlich der Plan, bis 2050 klimaneutral zu werden in der Bundeshauptstadt. Und der zweite Teil dreht sich natürlich um das Thema Elektromobilität. Wie sieht das aus? Womit haben die Kunden zu tun? Wie nimmt Stromnetz Berlin den Hochlauf der Elektromobilität wahr? Darum geht es in diesen beiden Videos. Ich nehme euch mit jetzt hier rein zu Stromnetz Berlin. Viel Spaß, kommt einfach mit. Hallo Frau Radfuchs, herzlich willkommen, beziehungsweise vielen Dank, dass wir hier sein dürfen, heute bei Ihnen hier in Alb-Treptow bei Stromnetz Berlin. Frau Radfuchs, stellen Sie sich doch erstmal vor. Ja, schön, dass Sie da sind. Vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Claudia Radfuchs. Ich leite bei der Stromnetz Berlin den Bereich Kunden- und Marktbeziehungen. Wie der Name schon sagt, bin ich halt zuständig für Kundenbelange, für die Prozesse rund um Kunden- und Marktpartner und bin gleichzeitig auch dafür zuständig, die Kontakte zu den Stakeholdern hier in der Stadt zu halten. Also all die neuen Entwicklungen, die sich so in der Stadt ergeben, nehmen wir auf in dem Bereich, verarbeiten die und stimmen die dann mit den technischen Abteilungen ab, damit wir uns als Netzbetreiber dann eben auch richtig auf die Zukunft Berlins ausrichten können. Kann ein Berliner Haushalt bei Ihnen Strom bekommen? Nein, also ja, wir liefern den Strom natürlich in die Steckdose, aber wenn ich gehe bei der Frage von Ihnen davon aus, dass Sie meinen, ob man bei uns Strom tatsächlich auch kaufen kann, das ist immer ein feiner Unterschied, der recht schwer, weil er doch recht komplex ist, für den normalen Haushaltskunden zu verstehen ist. Es gibt unterschiedliche Rollen am Energiemarkt, ja, das nennt sich das sogenannte Unbundling. Es gab früher tatsächlich die älteren Zuschauerinnen und Zuschauer bei Ihnen werden das sicherlich noch kennen, gab es ja die BEWAG, das ist das Vorgängerunternehmen der Stromnetz Berlin. Wir gehören ja zur Vattenfall-Gruppe und da war es eben so, dass alles in einem war. Die BEWAG hat das Netz betrieben, die BEWAG war auch Stromlieferant und auch gleichzeitig Erzeuger, also Betreiber der Kraftwerke. Und das ist eben seit Liberalisierung des Strommarkts nicht mehr möglich, sondern es gibt die Rolle des Netzbetreibers, Verteilnetzbetreiber, das sind wir. Wir sind also für das Stromnetz in Berlin zuständig und sind dafür da, dass der Strom tatsächlich über unsere Leitung auch in die Haushalte und auch zu den Gewerben geliefert wird. Aber den eigentlichen Verkauf des Stromes und dafür werden die Leitungen genutzt, obliegt den Stromlieferanten. Also das ist ein bisschen vergleichbar wie bei der Telekommunikation, also dem Telefonanbieter. Da gibt es auch Leitungen, die werden von mehreren Lieferanten genutzt oder Anbietern genutzt und man kann sich den dann aussuchen. Und wir müssen das Netz allen Lieferanten, und das sind über 500 in Berlin, also es ist ein sehr wettbewerbsreicher Markt, müssen wir allen Lieferanten diskriminierungsfrei zur Verfügung stellen. Das heißt, bildlich gesprochen, holen Sie den Strom von den großen Stromautobahnen, wo der Strom, sage ich mal, quer durch Deutschland oder quer durch Europa geleitet wird, also von den Übertragungsnetzen, quasi runter von der Autobahn, erste Abfahrt, Zehlendorf, keine Ahnung, Jutta Straße 19 und da kommt dann, dafür sind Sie dann zuständig. Ist das denn so kompliziert? Ich meine, ich stelle mir vor, da macht man einfach irgendwo eine Stromleitung und dann ist gut. Ja, irgendwo eine Stromleitung, dann ist gut. Ist gerade in Berlin genau doch komplizierter, weil 98% des Netzes sind unterirdisch. Also das ist bei den Übertragungsnetzbetreibern tatsächlich ein bisschen anders, weil das kennt man ja. Autobahnen, haben Sie auch gerade gesagt, wenn man über Land fährt, sieht man teilweise die großen Trassen. Die großen Strommasten, das ist in Berlin etwas anders. Da müssen Sie schon ganz genau hinschauen und suchen. Also wie gesagt, 98% sind unterirdisch. Sie sehen also das Stromnetz nicht. Und damit ist jede Verlegung eines Kabels tatsächlich auch ein Eingriff ins Straßenbild und in die Infrastruktur und damit etwas aufwendiger. Das heißt, wir wollen ja in diesem ersten Teil unserer kleinen Videoreihe darüber sprechen, wie... Also Berlin will sich klimaneutral machen. Klar, Berlin will klimaneutral werden. Es gibt ja ein Berliner Energiewendegesetz, wo das sehr detailliert beschrieben ist und wo so Ideen und Pläne aufgeschrieben sind. Der Stromnetzbetreiber, der Verteilnetzbetreiber spielt natürlich eine wichtige Rolle, weil Sie nehmen ja auch Strom von Menschen auf, die eine eigene PV-Anlage zum Beispiel betreiben, den Strom nicht selber verbrauchen. Das heißt, Sie transportieren nicht nur, wie das vielleicht früher der Fall war, ich sage jetzt mal vom Kraftwerk, also sprich Kraftwerk nicht, aber eben diesen Weg hin zum Verbraucher, sondern jetzt auch umgekehrt. Ist das richtig? Ja, das ist auch richtig. Also genauso wie wir das Stromnetz allen Lieferanten diskriminierungsfrei bereitstellen müssen, ist es genauso auch bei den Erzeugern. Also wir sind verpflichtet im Rahmen der Daseinsvorsorge zum einen eben den Verbrauch zu bedienen, aber auch die Erzeugung. Das heißt, wenn sich ein Erzeuger findet, egal wie groß oder wie klein, große Kraftwerke gibt es ja auch noch in Berlin, wobei die dann auch sukzessive, will die Vattenfall Wärme Berlin ja auch den
den Kraftwerkspark umstellen auf umweltfreundlichere Energien und den Kohleausstieg wagen, aber genauso eben auch kleine Erzeuger wie PV-Anlagen und kleinere BHKWs sind wir verpflichtet anzuschließen. Also da können wir uns nicht aussuchen und sagen, okay, das ist guter Strom, das ist schlechter Strom, sondern der Anschluss muss diskriminierungsfrei bereitstellen. Insofern gibt es auch nur bedingt Einfluss unsererseits tatsächlich auf den Strommix. Mhm. Wir können die Bedingungen so gestalten, dass es möglichst einfach ist, sich bei uns anzuschließen. Also dass es keine komplizierten Antragsverfahren in dem Sinne gibt, sondern dass wir die gesetzlichen Rahmenbedingungen, die es gibt, so einfach wie möglich handhabbar machen bei uns im Netzbetrieb. Aber letztendlich Einfluss haben wir auf den Strommix nicht und müssen alles anschließen. Ich habe gelesen, in Berlin wurden im Jahr 2018 13,5 Terawattstunden Strom über ihre Netze verteilt. Ja. Und ich habe auch gelesen, damit man sich das mal ein bisschen vorstellen kann, das entspricht einer Energiemenge, um einen ICE fast 160 Jahre lang ununterbrochen fahren zu lassen. Also es ist schon eine ganz schöne Menge. Und Sie haben es ja angesprochen, im Moment wird ein Großteil des Stroms in Berlin noch mit fossilen Energieträgern erzeugt. Kohle ist dabei, aber keine Braunkohle mehr. Ich glaube nur noch Steinkohle, Gas ist wahrscheinlich dabei, was auch immer. Und jetzt entstehen dabei CO2-Emissionen in Höhe von 6,6 Millionen Tonnen. Das ist ein ganz schöner Batzen. Und davon will man bis 2050 möglichst auf null runter. Mhm. Bei wahrscheinlich, korrigieren Sie mich, steigendem oder prognostizieren Sie eher einen sinkenden Stromverbrauch in der Stadt? Das ist tatsächlich schwer zu prognostizieren. Wir gehen, wenn das Thema Elektromobilität hinzukommt und wenn das Thema auch des Ausbaus des öffentlichen Personennahverkehrs hinzukommt, davon aus, dass der Stromverbrauch oder beziehungsweise der Leistungsbedarf mindestens mal, denn das ist ja auch entscheidend für das Stromnetz. Also nicht nur, wie viel Kilowattstunden über die Zeit tatsächlich verbraucht werden, sondern auch, wie viel Leistungsbedarf da ist, um zu erzeugen, um ein Auto zu laden, um eine Straßenbahn anfahren zu lassen und so weiter. Und das macht letztendlich dann auch den Ausbau des Netzes und damit eben auch die Kosten für den Betrieb der Infrastruktur aus. Und da gehen wir davon aus, dass das in Berlin zunehmen wird. Wir sehen das in dem Trend der Investitionen. Wir werden bis 2022 eine Verdopplung bezogen auf 10 Jahre an Investitionen in die Netzinfrastruktur sehen. Und das kommt vorwiegend daraus, dass wir eben zunehmend das Thema wachsende Stadt bedienen müssen. Und da haben wir mehrere Entwicklungen. Also eine davon haben Sie gerade angesprochen, dass es eben Umbau in der Erzeugung auch in der Stadt gibt. Also dass es eben um Kraft-Wärme-Kopplung geht, die einerseits einen Eigenbedarf hat, aber dann eben auch in der Einspeisung ins Netz natürlich einen gewissen Leistungsbedarf hat. Wir haben das Thema ÖPNV. Also wir sind im intensiven Austausch mit dem örtlichen öffentlichen Personennahverkehr und haben dort Strategierunden, wo wir sehen, was bis 2030 an Investitionen geplant ist. Einerseits zur Elektrifizierung der Busflotte, aber eben auch Ausbauprojekte. Weil wir haben große Wohnungsbauprojekte in der Stadt, also Weiterentwicklung, die dann auch wieder beispielsweise PV und BHKWs im Bauch haben, also eine zunehmende Erzeugung. Der Wohnungsbau soll eben zunehmen und dafür muss natürlich auch Infrastruktur in Form von öffentlichen Personennahverkehr bereitstellen. Und einen weiteren Trend, den wir sehen zum Schluss, ist das Thema: Berlin will nicht nur Solarhauptstadt sein, Berlin will auch Digitalhauptstadt sein. Wir haben also eine strategische Partnerschaft zwischen Frankfurt am Main und Berlin. Und das heißt, wir haben in den letzten Monaten zunehmend erfahren müssen, dass Datencenterbetreiber zu uns kommen. Und wenn wir über Datencenterbetreiber sprechen, die einen Anschluss brauchen an einem Grundstück, dann sind wir in Größenordnung mindestens mal von dem, was Tesla gerade in Brandenburg baut. Und das ist eine enorme Herausforderung für ein städtisches Netz. Vielleicht sollte man da noch mal kurz einwerfen, dass in Berlin hat ja einen sehr gut ausgebauten öffentlichen Personennahverkehr, der schon überwiegend elektrifiziert ist, also sprich U-Bahnen, S-Bahnen. Aber die Busflotte soll ja auch elektrifiziert werden. Es sind, glaube ich, 1400, 1600 Busse ungefähr, die umgerüstet werden oder die neu beschafft werden sollen. Da kommt also auch noch mal ein ganz schöner Batzen dazu. Und die müssen ja alle irgendwo auch geladen werden. Aber ich will jetzt Thema E-Mobilität nicht vorhernehmen, nur dass die Zuschauer, die nicht aus Berlin kennen, wissen, warum sie auch das Thema ÖPNV ansprechen. Das ist also schon ein ganz schöner Batzen an Strom, der da noch mal zusätzlich fällig wird. Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind so ein bisschen der Man in the Middle. Also Sie haben auf der einen Seite die, die den Strom irgendwie erzeugen und auf der anderen Seite die, den Strom verbrauchen und zum Teil auch umgekehrt. Und Sie stehen da mitten in der Mitte und müssen jetzt irgendwie alles irgendwie managen und hin und her transportieren. Und auf der anderen Seite steht dann auch noch da der Berliner Senat, der aus gutem Grund sagt, die Hauptstadt muss klimaneutral werden. Mhm.
Welche besonderen Aufgaben kommen auf Sie zu? Wenn man sich das anhört, hört sich das auf den ersten Blick an, da muss ganz, ganz viel passieren, damit das funktioniert. Ja. Nennen Sie uns noch mal ein paar Beispiele, bitte. Was wir gemerkt haben, und ich habe ja gerade die Entwicklung auch erläutert, die vielfältigen, dass wir tatsächlich darüber aufklären müssen und Transparenz darüber herstellen müssen, bei den Entscheidern auch hier in der Stadt, wie lange unsere Planungsprozesse sind. Ich habe ja schon gesagt, 98% ist verkabelt und die Leistungsbedarfe, die sich beim Umbau des Kraftwerksparks ergeben, bei der Elektrifizierung des ÖPNV bis hin zu großen Wohnungsbauprojekten, da geht es tatsächlich in den Umspannwerksbereich. Und Umspannwerk auf Ebene Hochspannung, Mittelspannung ist es so, dass wir, wenn alle Genehmigungsprozesse und alle Planungsprozesse glatt durchlaufen, sind wir bei 5 Jahren. Und das ist einfach ein Zyklus, der beispielsweise bei Beschaffung der Busse ist viel, viel kürzer. Und genauso wie wir in einen intensiven Austausch gegangen sind mit der BVG hier in Berlin, brauchen wir den intensiven Austausch mit der Stadt und mit der Verwaltung und den Genehmigungsbehörden. Und da merken wir einfach, dass die Stadt darauf noch nicht vorbereitet ist. Auch im Zusammenspiel mit anderen Infrastrukturbetreibern, weil wir greifen auf die gleichen Ressourcen zu, wenn es beispielsweise um Baufirmen geht, um Tiefbaufirmen geht, und wir greifen in das gleiche Straßenbild ein. Und da wünsche ich mir eine integrierte Infrastruktur und Stadtplanung tatsächlich. Jetzt ist ja Berlin eine Stadt, die eine begrenzte Fläche zur Verfügung hat. Wenn man das Stromnetz, also wenn man die Stromerzeugung dekarbonisieren möchte, dann kann man nicht einfach irgendwo mal schnell hier in Berlin 2 riesen Windparks hinstellen. Das ist ein bisschen schwierig. Was kann Berlin selber leisten, um erneuerbare Energien zu erzeugen, um diesem Ziel dann näher zu kommen? Was bleibt dann für Berlin noch übrig aus Ihrer Sicht? Na, was übrig bleibt, und ich glaube, das ist auch deutlich geworden durch die Strategie der Solar City, was ja auch im Berliner Energie- und Klimaschutzprogramm festgeschrieben ist. Das haben wir natürlich intensiv begleitet und beobachtet. Wir können an der Stelle haben, wie ich schon sagte, aufgrund der Diskriminierungsfreiheit in der Erzeugung keine Entscheidungskompetenz und können jetzt nicht den Vorzug geben an PV-Anlagen. Was wir aber tun können, ist, wie gesagt, diesen Prozess intensiv begleiten. Und wir sind Teil des Solar City Programms gewesen. Der Senat hat dazu eingeladen. Wir haben zugesagt, dass wir, sagte ich ja schon, die Rahmenbedingungen für einen Antrag einer PV-Anlage deutlich erleichtern. Wir werden in diesem Jahr noch mit einem Einspeiserportal starten, sodass es eben einfacher ist für den normalen Haushaltskunden, der eine PV-Anlage beantragen will, das tatsächlich eben auch zu tun und schnell die Unterlagen zusammen hat, das in einem standardisierten Prozess tun kann. So wollen wir diesen ganzen Prozess unterstützen. Wir können, wie gesagt, nicht einzelne Erzeugungen, dazu sind wir nicht befugt, selber vorantreiben. Wir können nur den Prozess, das an unser Netz anzuschließen, zu vereinfachen. Mhm. Und daran arbeiten wir. Haben Sie denn mal so eine Zahl für unsere Zuschauer, mal so aus der Hüfte geschossen, sage ich mal so ein bisschen flapsig, wie viele PV-Anlagen oder welche Leistung in Berlin gerade schon so am Netz ist? Wir haben jetzt Oktober 2020. Wir haben circa 8000 PV-Anlagen bei uns am Netz. Wie sich das Ganze entwickelt wird, das ist ja gerade in der Diskussion, das beobachten und begleiten wir, wie gesagt, dass es jetzt natürlich eine neue Regelung geben soll für die EEG-Anlagen, weil ja gerade die ersten EEG-Anlagen aus der Förderung rauslaufen. Also was passiert jetzt tatsächlich damit? Insofern lässt sich tatsächlich auch hier an der Stelle schwer vorhersagen, wie sich dort der Trend entwickelt. Wird. Wir gehen davon aus, dass im Rahmen der großen Wohnungsbauprojekte natürlich zunehmend auch weitere PV-Anlagen ans Netz gehen. Aber ob es da jetzt einen sprunghaften Anstieg gibt, das hängt sicherlich auch davon ab von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen. Da beobachten wir auch nur aus der Ferne, dass es da Diskussionen gibt, inwieweit die Dächer genutzt werden können und so weiter. Das hat dann städtebauliche Komponenten, die wir tatsächlich nicht bewerten können. Zum Abschluss habe ich mal noch eine etwas provokante Frage. Sie verdienen ja auch daran, Strom zu transportieren. Das ist Ihr Geschäft. Das ist auch okay. Das ist gar keine Frage. Wenn jemand jetzt, wir haben es gerade angesprochen, sich eine PV-Anlage aufs Dach schraubt, eine PV-Balkonmodul ranmacht, da ist ja Berlin jetzt auch, hat es ja auch vereinfacht, diesen ganzen Strukturen, was ich ganz toll finde. Oder wenn eine Kirchengemeinde, eine Schule sich ein Mini-BHKW einbaut, dann machen die sich selber Strom, also verbrauchen den auch selber, sind ja eigentlich ist es für Sie wirklich attraktiv, so eine Anlage anzuschließen, wenn Sie wissen, da gehen mir 2000 Kilowattstunden verloren, die ich nicht mehr transportieren muss, und da nochmal 5000 Kilowattstunden. Sägen Sie sich damit nicht selber den Ast ab?
Wie stehen Sie dazu? Überhaupt nicht, weil wir sind tatsächlich, wie ich es am Anfang schon sagte, aufgrund der festgelegten Rolle des Netzbetreibers, wir sind in keinem wettbewerblichen Markt. Wir sind in einem regulierten Markt. Wir haben das Netz alleinig. Das nennt sich ein natürliches Monopol, weil es niemanden anderen gibt, der dieses Netz betreibt. Mhm. Und wir haben dafür Kosten. Also es gibt einfach Kosten, das Netz zu betreiben, die von der Bundesnetzagentur stark reguliert werden. Und wir müssen uns alle 5 Jahre einen Kostenprüfungsprozess unterziehen. Und die Kosten, die wir haben, die werden... Die stehen im Zähler und im Nenner stehen die Kilowattstunden tatsächlich, die hier in Berlin verbraucht werden. Und unsere Kosten werden damit abgedeckt. Und ob das mehr oder weniger sind, spielt für uns an der Stelle keine Rolle, weil das reguliert ist und das zu gleichen Teilen quasi oder beziehungsweise anteilig dann auf die einzelnen Verbraucher umgelegt wird. Wenn jetzt, ich habe ja immer noch eine allerletzte Frage, die mir dann immer noch einfällt. Jetzt nehmen wir mal an, alle Berliner Haushalte und alle Gewerbe und alles, was es in Berlin gibt, versorgt sich selbst mit Strom. Ja. Da ist nur noch ein einziger Haushalt, der das nicht tut. Müsste der dann die gesamten Netzkosten tragen? Nach dem aktuellen Prinzip wäre das tatsächlich so. Ja. Aber ich glaube, der Gesetzgeber greift da vorher ein. Das nennt sich, also man kann das als Entsolidarisierung bezeichnen. Mhm. Und das ist dieses Prinzip. Wir haben ja auch die Hauptstadt der Mieterstromanlagen in Berlin. Wir sind der Netzbetreiber, der in Deutschland die meisten Mieterstromanlagen betreibt, mit 400 Anlagen und über 10.000 angeschlossenen Kunden. Wir sind da sehr offen dafür. Das wird uns von den Mieterstromanlagenbetreibern auch bestätigt, die bundesweit aktiv sind. Wir haben uns in diesen Diskussionsprozess, wie restriktiv sollte man das gestalten, sehr intensiv eingebracht, weil uns klar ist, dass mit Dezentralisierung und Dekarbonisierung auch solche Modelle zugelassen werden müssen. Aber tatsächlich ist es so, dass es einen gewissen Entsolidarisierungseffekt gibt, weil dafür keine Netzentgelte durch den fehlenden Anschluss am öffentlichen Netz gezahlt werden. Und ich gehe einfach davon aus, dass der Gesetzgeber zu einem Zeitpunkt, wo das dann eben auch Otto Normalverbraucher, der die Möglichkeit nicht hat, ja, und dann das zunehmend das Thema Energiearmut hochkommt, dass dann der Gesetzgeber auch eingreift und eine Regelung findet, sodass keiner einen Nachteil davon hat. Also es gibt viel zu tun, es bleibt viel zu tun. Ich habe jetzt rausgehört, Sie wünschen sich vor allem mehr Tempo bei der Verwaltung. Ja. Das lassen wir mal einfach so stehen. Ja. Frau Radwurz, erstmal vielen Dank für diesen ersten Teil. Und weiter geht's dann im nächsten Teil und da unterhalten wir uns dann mal ein bisschen speziell zum Thema E-Mobilität.